Sie wollte einen Drink, also hat sie einen bekommen. Sie wollte einen Fick, also hat sie einen gekriegt. Sie stell mich nicht da, als wäre ich irgend so ein Scheiß vergewaltigt. Weißt du, fick dich einfach, Sarah. Bist du jetzt unter die Lesben gegangen? Ist es das? Ha? Ha? Ich bin keine verdammte Lesbe. Ich habe einen neuen Freund und der ist viel jünger und viel intelligenter als du. Und er hat es nicht nötig, seinen Schwanz im Kopierer zu vergrößern. Was hast du gesagt? Ich wünschte eigentlich, meine Mom würde meinen Professor ficken. Same. Das wird die Bachelorprüfung um einiges leichter machen. Toll. Könnte ich euch beide bitte ganz kurz entschuldigen? Einen ausgewachsenen, 365 Kilo schweren Thunfisch an und 20 oder 30 seiner Freunde? Den Kampf verlierst du. Den verlierst du in 9 von 10 Fällen. Und was dann? Ihr seid unserem Schwarm zu nahe gekommen. Und jetzt reden wir miteinander. Wir kommunizieren. Wir sagen uns, Löwe schmeckt gut. Holen wir uns noch mehr Löwe. Dann entwickeln wir ein System und bauen uns aus Seetang eine Reihe von Atmungsapparaten, damit wir eine gewisse Menge Sauerstoff speichern können. Und das genügt, um an Land zu gehen, euch zu belagern, wieder ins Meer zu schwimmen, mehr Sauerstoff zu speichern und euch dann in die Ecke zu treiben. Ihr verliert euer eigenes Spiel. Ihr seid unterlegen und in der Unterzahl. Sie ist so ungefähr perfekt. Du bist das. Annalena, das war ein Unfall. Du bist schuld. Annalena. Annalena, Annalena, Annalena. Lass mich aus. Lass mich. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Willst du es behalten? Ich weiß nicht. Mir ist sowas schon mal passiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, es passiert immer wieder. Ich verstehe nicht, warum alle Männer solche Arschlöcher sein müssen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist echt dringend. Du hast das Klopapier wieder falsch aufgehängt. Sorry. Hast du es umgedreht? Ja. Okay. Haben wir kein Problem. Und die Fernbedienung liegt wieder auf der Couch. Mhm. Die gehört nämlich auf dieses Tablett. Ja, aufs Tablett. Ich da weiß. Ist nämlich ihr Platz. Mhm. Wenn sie nicht auf ihrem Platz liegt, wird sie verloren gehen. Ja, ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Ich kann meinen Wetterkanal ja nicht sehen. Ja. Das ist mir nämlich ziemlich wichtig. Dann. Ja. Ich war Jahrgangsbeste und finde keinen Job. Du arbeitest, du hast einen Job. Ich stehe auf der Mahü und versuche, Leute zum Spenden zu überreden. Das ist kein Beruf. Ich habe einen Bachelor in Soziologie. Wofür? Gekommen, um Helge unserem 60. Geburtstag gemeinsam zu feiern. Und zwar alle gemeinsam, finde ich. Also danke. Für die vielen guten Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Bei denen habe ich da angeleint. Also beim Café, ich dachte, ich kann ihn da kurz lassen, weil ich wollte nur kurz was holen. Ah, da ist er. Angeleint. Also. Hast du ihm das gegeben? Ja, ich? Nein? Ja, okay, vielleicht schon. Du weißt schon, dass Hühnerknochen schlecht sind für Hunde, oder? Nein, wusste ich nicht. Doch, weil die kann dann abbrechen und dann erstickt mein Hund und dann habe ich einen toten Hund und dann muss ich mit dem zu Tierarzt und dann, weiß ich nicht, was ich meinen Eltern sagen soll, weil ich ihren Hund getötet habe und... Ja, wieso schreist du denn jetzt so rum? Ja, weil mich anscheinend immer alle im Stich lassen. Wie lange schläfst du schon mit ihm? Ich schlaf nicht mit ihm. Wie lange schläfst du schon mit ihm? Sag's mir. Ich hab nicht mit ihm... Wie lange schläfst du schon mit ihm? Wie geht's dir? Gut.
Viel unterwegs. Ich signiere viel. Ich merke das. Ich krieg schon einen richtigen Krampf in der Hand. Das mit. Bist du sicher, dass du ein Signieren ist? Wie oft holst du den runter? Mhm. Er kann uns hören, gell? Wie oft holst du den runter? Okay. Entschuldigung. Zu oft dafür, dass ich in einer Beziehung bin. Meinst du peinlich? Bisschen.